wunderschönen guten Morgen. Ich möchte mit uns heute über ein heißes Thema reden, nämlich Geld. Und dazu ein Text aus 1. Timotheus 6, Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, schreibt Paulus, soll es uns genügen. In diesem Abschnitt spricht Paulus mit Timotheus, der ja Gemeindeleiter ist, über Geld. Und er redet über die Macht, die vom Geld und die vom Reichtum ausgeht. Und dabei ist es wichtig, dass wir den Text richtig einordnen. Es geht hier nicht darum, dass Geld an sich ein Problem darstellt oder Reichtum. Wir können als Kinder Gottes durchaus auch recht wohlhabend sein. Und ich denke, hier in Deutschland sind die meisten Christen global gesehen relativ reich oder sogar sehr reich, gemessen an dem, wie es vielleicht anderen Menschen in dieser Welt geht. Der Vers 10 macht aber deutlich, das, was wirklich schwierig ist, ist die Liebe zum Geld, ist die Gier, die vom Geld ausgeht. Und das ist die gefährliche Wurzel. Die Bibel sagt, dass die, welche sich der Gier hingegeben haben, dass sie vom Glauben abgeirrt sind. Nun, wir müssen wissen, Vers 7 sagt, wir haben nichts in die Welt hineingebracht und wir werden auch nichts von hier in die Ewigkeit mitnehmen können. Darum, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann soll es uns Genüge sein. Es soll uns genug sein. Das heißt nicht, dass wir als Kinder Gottes, als Christen jetzt kein Haus haben dürfen oder kein Auto fahren dürfen, wegen mir auch ein schönes Auto. Darum geht es gar nicht, sondern das, was wichtig ist, ist unser Herz, nämlich woran hängt unser Herz. Es geht hier nicht um ein pharisäisches Denken, weil das hat ja Jesus schon damals kritisiert, so in dieser Gesetzlichkeit, dieses Gebot, dass man Druck macht und dass man dann so ein asketisches Leben führen müsse und da in dieser Hinsicht so einen Druck hat. Ja? Du darfst nicht und du musst genau gucken, und wie viel darf ich diesen Urlaub machen, darf ich so ein Möbelstück überhaupt haben. Darum geht es nicht. Es geht um unser Herz. Und die Bibel sagt, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann darf unser Herz erfüllt sein mit Freude. Dann ist da Genügsamkeit. Und das ist ja etwas, was zumindest in unserer Welt überhaupt gar nicht propagiert wird. Was ja, ja sagen wir mal, zumindest einen ganz anderen Schwerpunkt hat. Nämlich, die Welt sagt, gerade in unserer westlichen Kultur, du brauchst mehr. Du musst mehr haben. Da gibt es noch mehr Schönes, noch mehr Verlockendes, noch mehr, was dein Herz erfreuen sollte. Und dabei immer das Gefühl, wenn du das hast, dann kannst du dich freuen, dann geht's dir gut, ja? Und dann hast du genug und dann wird es sein. Aber nur, um dann, wenn du es hast, dir das Nächste zu zeigen, ja? Du hast ein neues Auto, aber es kommt schon bald das Bessere und das Neuere raus, und ihr kennt ja dieses Hamsterrad, ja? Die neueste Mode, die neuesten Handys, die neuesten Computer und was auch immer. Der schönste Urlaub. Aber letztendlich merken wir, dass da nur so eine Abhängigkeit und ein Rad entsteht nach immer mehr, nach immer höher, nach immer weiter, nach immer mehr Genuss. Und genau da hinein möchte Gott sprechen und sagen, wir als Kinder Gottes sollen von etwas anderem geprägt, von etwas viel tieferen erfüllt sein, nämlich Genüge zu haben. Zu wissen, der größte Schatz unseres Lebens, die größte Erfüllung, den größten Gewinn ist nicht unser materieller Besitz, sondern ist der Gewinn unseres Glaubens, nämlich die Beziehung zu unserem Herrn, ist die lebendige Beziehung zu Gott. Das ist unser größter Schatz. Es lässt uns nämlich nicht zu kurz kommen, weil wir wissen, wenn wir in Gott sind, er versorgt uns mit allem Guten. Wir wissen, er kümmert sich um Nahrung und Kleidung. Er kümmert sich, dass wir Arbeit haben mit dem Werk unserer Hände, so einen Unterhalt verdienen können. Und da brauchen wir nicht neidisch sein auf andere. Es müssen nicht die unerfüllten Wünsche sein, die uns erfüllen, sondern die Bibel sagt hier, schau doch auf das, was Gott dir geschenkt hat. Und ich denke, gerade wir hier in Deutschland, wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Wir haben doch so viel, gerade gemessen an dem, wenn wir uns in dieser Welt umschauen. So dürfen wir uns zuallererst freuen an Gott selber. Er ist der Schatz unseres Lebens. Wir können nichts mitnehmen. Aber wenn wir ihn haben, so sagt Jesus, wenn wir das ewige Leben haben, dann haben wir alles. Haben wir es nicht, haben wir eigentlich gar nichts. Und so lasst uns doch dankbar sein, lasst uns genügsam sein, lasst uns voller Freude sein. Wir haben, und ich denke alle Kinder Gottes hier, gerade in unserem Land, genug Essen, genug zu trinken und Kleidung.
Und das darf unser Herz in Dankbarkeit erfüllen. So, lasst uns unser Herz nicht an Besitztümer hängen, sondern an unseren Herrn, an die Beziehung zu ihm. Und da dürfen wir Freude haben. Und natürlich, wir dürfen auch die Dinge, die Gott uns gibt, ein schönes Auto oder ein schönes Haus oder was auch immer, eine Wohnung, wir dürfen das natürlich genießen, aber immer in dem Bewusstsein, wir sind reich beschenkt durch ihn. Und was wir haben, kommt von ihm. Und das dürfen wir auch weitergeben. Gerade in diesem Druck, den die Welt, die westliche Welt, unser Konsum letztendlich ja vermittelt. Wir wollen uns nicht abhängig machen davon, sondern wir hängen unser Herz an den Herrn. Lasst uns großzügig sein, denn wer viel hat, sagt die Bibel, der darf auch ruhig viel weitergeben. Gott segne euch. Wir sehen uns morgen wieder.